Und wir freuen uns auch 2017 auf knallharte Philipp Hageny-Recherche. Definitiv. Ganz toll. Ja, das ganze Jahr über hat uns auch begleitet, und zwar der Koch Undercover, Marco Reh. Der hat die Restaurantbewertungen überprüft. Ne? Also wenn da steht, das Essen ist total mies in diesem und jenem Restaurant, die Bedienung ist pampig, Preise viel zu teuer, dann geht Mirko dahin und guckt, ob das wirklich so ist. Genau, dieses Mal war er in Freiburg unterwegs und hier scheint es irgendwie nicht so ganz mit rechten Dingen zu gehen, zumindest nicht rund um das Münster herum. Ein Mittagessen mit Hindernissen. Eine sehr wackelige Angelegenheit. Ein Angriff auf den Gaumen. Der Fisch ist völlig versalzen. Ich kann das nicht essen. Und eine resolute Wirtin. Das ist ganz eindeutig, da gibt es gar nichts zum Fragen. Ich habe gedacht, entweder kriege ich eine auf die Fresse oder fliege raus. Gefährlicher Einsatz also am Freiburger Münsterplatz. An dem Touri-Hotspot gibt es Lokale wie Spätzle im Kochtopf. Alle sind top bewertet, nur eins nicht. Warum ist das so? Ist ausgerechnet das Heiliggeiststüble von allen guten Geistern verlassen? Neben Service und Preisen kritisieren Gäste im Netz vor allem das Essen. Zu Recht? Restaurant-Tester Mirko Reh ist gespannt. Kurz nach 15 Uhr, ein herrlicher Herbsttag. Man kann draußen sitzen, allerdings nicht gerade gemütlich. Oh wei. Eine sehr wackelige Angelegenheit. Sie haben sicher irgendwas, dass der Tisch nicht so wackelt. Ein Bierdeckel soll's richten. Als nächstes stolpert Mirko über die Tageskarte. So eine Tageskarte heißt nicht wirklich, dass sie tagesaktuell ist. In so Touri-Restaurants spielt das auch überhaupt keine Rolle, ob die Tageskarte einen Tag gilt oder 5 Wochen gilt. Denn die Gäste kommen meistens so und so nur ein einziges Mal. Momentan gibt es nur Gerichte von der Nachmittagskarte. Mirko hätte aber gerne die Maultaschen von der Tagesseite. Ich hätte eine Frage. Ich weiß, das ist die Mittagskarte oder Nachmittagskarte. Meinen Sie, wir kriegen es nicht vielleicht doch hin, die Maultaschen? Ich frage mal nach, aber ich glaube es nicht. Und dieser Glaube wird auch prompt bestätigt. Das geht leider nicht mit den Maultaschen. Eine eingeschränkte Tageskarte am Nachmittag ist okay. Aber dann lege ich auch nur diese Tageskarte hin. Ob man nun einen Putenschnitzel brät oder ob man eine Maultasche ins Wasser schmeißt, das gehört eigentlich zum guten Kundenservice, wenn ein Kunde einen extra Wunsch hat, das ihm zu erfüllen. Wenn es nicht machbar ist, okay, aber kundenfreundlich ist das nicht. Mirko nimmt stattdessen den gebratenen Lachs für immerhin 18,80 Euro. Der Beilagensalat ist frisch und lecker, die Nudeln hingegen sind geschmacklos. Und der Fisch, der ist ein Angriff auf den Gaumen. Kann ich nicht essen. Das hört sich nicht gut an. Der Fisch ist völlig versalzen, ich kann das nicht essen. Wenn nicht Fisch, dann halt Fleisch. Schweinerückensteak mit Pilzsoße für 13,80 Euro. Bratensoße fertiger. Spätzle. Sind nicht frisch. Sind Tütenspätzle. Macht satt, aber keinen Spaß. Und mit der Rechnung kommt noch eine Überraschung. Den versalzenen Lachs muss Mirko nicht zahlen, den Beilagensalat dazu aber schon. Salat hat die Chefin jetzt natürlich einen Preis machen müssen. Klar, den hat Mirko ja schließlich auch gegessen. Wenn die doch Bockmist machen, dann bin ich doch wenigstens so kulant, nehme das runter von der Rechnung und berechne nicht den Salat. Das finde ich, also. Mirko hat genug geschmeckt, gehört und gesehen. Er gibt sich als Restauranttester zu erkennen. Was gibt es da für einen Grund dafür, dass man die Maultaschen nicht serviert hat, obwohl sie auf der Karte stehen? Das kann ich mir leider nicht beantworten, weil ich halt nicht der Koch bin. Ich bin nur der Servicemitarbeiter. Das ist ganz eindeutig, da gibt es gar nichts zum Fragen. Steht Nachmittagskarte, stehen die Gerichte von da bis da. Ja? Ja, aber die Frage ist, warum geht das nicht? Weil Maultäschle ist ja nicht so schwierig zu kochen, anstatt einen Schnitzel. Vielleicht können Sie mir das beantworten. Die Dame war ja sehr engagiert. Was heißt engagiert? Wurde gleich pampig. Und ich habe gedacht, entweder kriege ich eine auf die Fresse oder fliege raus. Aber dann stellt sich doch noch der Chef.
Wir haben zwei verschiedene Karten. Wir haben eine Hauptkarte, da kocht die ganze Küche. Und wir haben eine Nachmittagskarte, da kocht einer bis zwei Menschen. Und da wir nicht alles machen können in der Zeit, gibt es dann dieses beschränkte Programm, dieses auf der Nachmittagskarte ersichtlich ist und da stehen die Maultaschen nicht drauf. Wie kommt es, dass die Nudeln gar kein Salz haben und mein Lachs so extrem versalzen ist? Wie kann das passieren? Das ist nicht versalzen, das ist eine Würzmischung drauf. Nein, das war völlig versalzen. Also, ja, okay, ich bin selber vom Fach. Ja, okay. Der Chef zeigt sich einsichtig. Die vielen miesen Kritiken im Internet findet er aber trotzdem nicht gerecht. Manche Gäste haben halt auch ihre speziellen Tage. Muss ich das stimmt. Es sind ja, also wenn man sieht, wir machen im Jahr bis 70.000 Gäste. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Vermutet. Wie viel Wertungen sind im Internet drin? Im Jahr lassen Sie es mal 10 sein. Ja. Das ist nicht mal ein Promillebereich. Da muss ich meinem Kollegen recht geben, wenn 70.000 Gäste kommen, nur 10 reagieren, in dem Falle negativ, das bedeutet null, nada, gar nichts, eine verschwindend geringe Menge. Generell gilt, je mehr Bewertungen ein Lokal hat, desto verlässlicher ist das Gesamturteil. Das Heilig-Geist-Stüble am Freiburger Münster ist im Allgemeinen zwar nicht so schlecht wie im Netz beschrieben, im Detail gibt es aber tatsächlich noch viel Luft nach oben.